Ich eröffne die Sitzung, stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Bitte überall um Aufmerksamkeit und weise darauf hin, dass wir in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause heute noch einige Punkte haben, die wir im vernünftigen Zeitrahmen behandeln wollen. Punkte 8 bis 13, 15 bis 37. Meine Damen und Herren, entweder Sie nehmen Platz und sind ruhig, oder ich gehe fort. Also, das ist die Alternative, die Sie haben. 39 bis 52, 54, 55, 57 bis 59, 62, 68 bis 72, 74, 75, 77, 81 und 85. Also ist noch etwas. Es ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der FDP betreffend Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Sind Angriffe auf unsere freie und offene Gesellschaft eingegangen, Drucksache 19-2289. Wird die Dringlichkeit bejaht? Jawohl. Dann wird das Entschließungsantrag Top 87. Wenn nicht widersprochen wird, mit 35 wird es aufgerufen. Jawohl. Dann ist eingegangen Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend rechtswidriges Verhalten des hessischen Ministerpräsidenten im Rahmen der Polizeichefaffäre. Drucksache 19-2291, Dringlichkeit bejaht. Dann wird der Dringliche Entschließungsantrag Top 88 und wird nach 68 der Aktuellen Stunde ohne Aussprache abgestimmt. Altes bekanntes Verfahren. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Nach Top 68 wird dann dieser Dringliche Antrag abgestimmt, und nach den Aktuellen Stunden geht es weiter mit den Tagesordnungspunkten 57 und 81. Der Kollege Rudolph. Herr Präsident, ich widerspreche Ihnen ja ungern, wie wir beide wissen. Den Dringlichen Entschließungsantrag betreffend Betreuungsgeld, der steht auch noch auf der Tagesordnung, und deswegen müsste der dann auch noch heute behandelt werden, weil Sie eben gesagt haben, Ende der Gesetzeslesung. Das ist gestern verabredet worden mit 5 Minuten, ja sicher. Das hat ja keiner bestritten. Was ist das für ein Antrag? Also 5 Minuten zum Schluss der. Ja. Kein Beschluss drin. Kollege Rudolf, jetzt mal langsam. Nicht mit mir schreien bei dem Wetter. Darf ich die Geschäftsführer mal fragen, was vereinbart worden ist? Bitte sehr, Kollege Rudolf. Die amtierende Präsidentin, Frau Kollegin Habermann, hat den Tagesordnungspunkt Top 85 aufgerufen, 5 Minuten Redezeit, und er wird an das Ende der Tagesordnung gesetzt. So ist gestern die Verabredung. Ob Herr Kaufmann das passt oder nicht. Ja, wenn so ist, dann ist so gut. Wenn so ist, dann ist so gut. Machen wir das so. Warum habt ihr dann Krach? Seid doch friedlich, dann machen wir das so. Gut. So, dann weise ich darauf hin. Meine Damen und Herren, seid doch am letzten Tag ein bisschen vernünftig. Nee, morgen ist der letzte Tag. Dann weise ich darauf hin, dass entschuldigt sind die Frau Abg. Nancy Wesel, die Frau Abg. Öztürk, die Frau Abg. Wallmann, ganztägig. Heute Nachmittag sind Kollegen der SPD unter Führung des Fraktionsvorsitzenden Schäfer-Gümbel entschuldigt, zeitweise wegen der Teilnahme an einer Beerdigung. Ist das auch klar ist. Zu Beginn der Mittagspause trifft sich der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Sitzungsraum 204M. Und heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommen zwei Ausschüsse zusammen. Der Innenausschuss im Sitzungsraum 301P und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 510W. Jetzt kommen wir zu einer ganz erfreulichen Meldung zum Sport. Meine Damen und Herren, unsere Mannschaft hat gestern Abend gegen die Mannschaft des Frankfurter Stadtparlaments sehr, sehr klar und deutlich bei schwüler Temperatur über 40 Grad, ist mir mitgeteilt worden, 3:0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch der Mannschaft. Man sieht, was gegen Offenbach nicht gelungen ist. Gelingt gegen Frankfurt, macht sich jetzt jeder, Kollege Boddenberg und andere,
den Teil davon denken. 3:0, obwohl unser standesgemäßer Torwart Marc Weinmeister ja immer noch in der Rekonvaleszenz ist, oder vielleicht auch deshalb. 3:0. Er wurde von seinem Staatssekretärskollegen Ingmar Jung vertreten. Den wollen wir auch einmal loben. Er hat den Kasten hinter sauber gehalten. Herzlichen Dank. Und die Torschützen waren Simon Brun zum 1:0 und zweimal der Kollege, wie hast du das gemacht, Markus Bocklet zum 2:0 und zum 3:0. Schön noch Zeichen und Wunder, meine Damen und Herren. Und hier steht auch noch, dass der Coach selbst mitgespielt hätte. Wolfgang Decke, und dass wir da gewonnen haben, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Herzlichen Glückwunsch. So, also, es gab auch für die kommunale Kinder-, Jugend- und Flüchtlingshilfe einen Check des Landtagspräsidenten. Und damit hat unsere Landtagsmannschaft im ersten Halbjahr praktisch ungeschlagen die Saison überstanden. Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so. So, jetzt kommen wir wieder zum der Kollege Schaus zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, Herr Präsident, wir haben ebenfalls einen Entschließungsantrag eingereicht zum Thema Polizeichefaffäre. Mir wurde avisiert, das sei Ihnen mitgeteilt worden. Der würde jetzt noch umgedruckt werden und während der laufenden Aktuellen Stunde verteilt und könne dann auch am Ende der nach dem Tagesordnungspunkt zur Abstimmung kommen. Ich möchte nur darauf hinweisen oder auch die Kolleginnen und Kollegen, aber auch nachfragen, ob dieses Verfahren, das mir die Verwaltung so mitgeteilt hat, aus Ihrer Sicht in Ordnung ist. Also ich habe noch nicht, und wenn er da ist, dann sehen wir weiter. Aber gut, dass man darauf hingewiesen wurde, der Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte nur mitteilen, dass wir auf den Klamauk verzichten, den die Opposition veranstalten würde, wäre das bei uns so vorgefallen. Dafür gibt es belastbare Beweise. Also das heißt, es wird so gemacht, alle sind einverstanden, dann machen wir es so. Und wenn er hier da ist, wird er auch bekannt gegeben, ganz offiziell. Aber wir sind jetzt schon einmal vorgewarnt, was da kommt. Gut. Dann kann ich jetzt in die Tagesordnung einsteigen. Keine Bedenken.